einfach die große Kappe. Halt dich von meinem Restaurant fern, du dreckiger Leuchtturm. Muss Leuchtturm aufhalten. Und komm ja nicht wieder. Du bist doch wieder gekommen. Hast du gesehen, wie ich den Kran beherrscht habe? Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe Zauberhände. Aha. Ich habe einfach die Augen geschlossen und schon war ich der Kran. Oh ja, du bist spitze. Ha! SpongeBob, sieh nur! Ich glaube nicht, dass sich das Prinzip darauf anwenden lässt. Sei der Kran. Warte, lass das sein. Sei der Kran. Er hat's geschafft. Ja, super, Thaddäus. Sei der Kran, sei der Kran, sei der Kran. Kennst du den Typen? Ja, das ist Thaddäus. Er hat die Zauberhände, wisst ihr? Bing! Tada! Heiliger Neptun, Thaddäus, mach die Augen auf! Oh, sei der Kran, sei der Kran! Pass auf, SpongeBob, ich kann nicht anhalten! Sei der Kran, sei der Kran, sei der Kran! Okay, sei nicht der Kran, sei nicht der Kran! Ja, was? Na dann, gute Nacht, Leute, und kommt bald wieder! Endlich sind diese Schnarchnasen weg. Es ist Feierabend, SpongeBob. So ist es schön, nicht wahr, Kumpel? Jetzt seid ihr alle ganz sauber und bereit fürs Heiermachen. Wird Zeit, Schluss zu machen, Min. Was ist das? Alles Klärchen, Mr. Krabs. Nur noch abstempeln. Dreckschwamm! Wie erklärst du mir das hier? Schmutz! 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 Ganz genau, dieser Teller ist schmutzig und du kennst doch die Regel. Niemand verlässt seine Arbeit, bevor... Nicht alles tipptopp ist, Sir. Keine Sorge, Mr. Krabs, diesen Teller habe ich blitzschnell blitzblank. Ach ja, und schließ ab, wenn du fertig bist. Wie war das? Erinnern Sie sich noch an das letzte Mal, als Sie mich hier allein gelassen haben? Ich hätte dich nie mit einem Lötkolben und meinen Rollerskates allein lassen dürfen. Aber da ich sämtliche Löt- und Schweißgerätschaften vom Firmengelände entfernt habe, gibt's aber sowas von null Chance, dass so etwas nochmal passiert. Und nun, frischer Zwerg! Ei, ei, Sir! Du bist ein hartnäckiger kleiner Kerl, hm? Das bedeutet Ärger! Warte mal kurz. Jetzt sag gute Nacht, du eingetrockneter Dreck. Achtung, fertig, Feuer! Das schlägt ihm fast den Boden aus. Und ich möchte, dass du weißt, dass du mich so weit gebracht hast. Nein! Das muss ein Ende finden. Ich fürchte, das ist das letzte Mal, dass wir uns in dieser Form begegnen. Denn hiermit präsentiere ich dir den Schmutzmeister 6000. Beachte bitte den mikrowellengetriebenen Laserpartikelstrahl. Und hier die lasergesteuerte Hochdruckwasserkanone. Und extra für dich installiert wurde weiterhin eine kleine Überraschung. Eine speziell verwobene Metalllegierung in Verbindung mit hochwertigen modernsten Reinigungsmitteln. Ich nenne es Stahlwolle. Darin integriert ist ein Laser. Gibt es letzte Worte? Klingt nicht so. Laser an! Wasserkanone! An! Keine Wirkung. Stahlwolle Laser! An! Seltsames Wetterleuchten im Westen hat sicher nichts mit SpongeBob zu tun. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Selbst wenn damit sämtliches Leben ausgelöscht wird, kreuze ich jetzt die Strahlen. Mehr Energie!
eine molekulare Verzerrung? Ich gehe wohl besser nachsehen, was der Junge so treibt. Mehr Energie! Ach du flache Flunder, das sieht nicht gut aus. Mehr Energie! Tja, was er wohl dieses Mal anstellt? Maximale Energie! Dieses Mal hast du es wirklich geschafft. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Der Teller ist makellos rein, Mr. Krabs. Oh, und ich hau dir blitzartig was auf den Das größte Buddelschiff aller Zeiten. Ich werde den Wettbewerb gewinnen. Echt erstaunlich, Mr. Krabs. Sie haben ja auch ein bisschen Pepp in Ihren Strumpfhaltern. Eine Frage, wo haben Sie das viele Holz her? Ich habe deinen Baum gefällt. Das ist doch super. Sie haben was? Hey, du taugenichtsiger, mieser Bodenbewohner. Jetzt komm sofort zurück. Willst du nicht sehen, was ich mit dir mache? Erst mache ich das hier. Dann mache ich das hier. Meine Arbeit, mein Preisgeld. Eugene Krabs macht's ganz allein. Was? Küsschen, Küsschen, Eichhörnchen. Ach, er ist schwerer in den Griff zu kriegen als eine Tasche voll Pudding. Ich komme und hole mir mein Flaschenschiff zurück, Krabs. Eine echte Hochgeschwindigkeitsjagd mit echt leckerem Texas Barbecue. Wo ist er? Herr Backbart! Und fertig. Gut, wer bekommt... Al fresco. Geheimformelchen, du bist mein. Ich hab wohl die Größenverhältnisse falsch eingeschätzt. Au! So, jetzt reicht's. Hör mal her, Safe. Ich werde dir deinen Inhalt entreißen und wenn's mit brutaler Gewalt ist. Für Stück. Molekül für Molekül. Atom für Atom. Oh-oh. Ja. Eine nukleare Explosion hat der Safe doch wohl sicher nicht überlebt. Komm zu Papa. Ja. Hey, sieh da. Wie soll ich mich bei dem Getrappel auf irgendwas konzentrieren? Und was soll das nun wieder werden, bitteschön? Ich halte der Dame hier die Tür auf. Ach so, ja? Ich sehe nur, dass ihre fettigen Flossen das Glas volltatschen. Was bedeutet, meine Wenigkeit muss es wieder abwischen? Warum wollen wir eigentlich alle das Leben so schwer wie möglich machen? Warum hinterlassen Sie so viel Dreck auf dem Tisch? Ihre Zähne klappern fürchterlich. Ihr Hut beleidigt mein Auge. Sie trödeln auf der Toilette rum. Zufriedenheit durch. Und vor allem hör du damit auf, dieses Lied zu singen. Was ist los mit dir, Kollege? Spürst du denn keine Zufriedenheit durch Dankbarkeit? Pass auf. Ich hasse meinen Job und wohne in einem Neptun-verlassenen Kaff unter Nachbarn, die ich kaum ertrage. Ich bin die unglücklichste Gestalt in Bikini Bottom. Wofür sollte ich denn dankbar sein? Es könnte noch schlimmer sein. Tja, wie kann denn ein Dasein in Bikini Bottom überhaupt noch schlimmer werden? Der Bikini Bottom-Vulkan bricht aus! Na so? Korall! Und Korall das Dach! Ihr Lemminge, habt ihr Angst vor ein bisschen Lava? Mädchen, nein!
Nein! Es soll nicht noch mehr Feuer und Zerstörung regnen. Ich störe Ihre Flennerei ja nur ungern, aber sollten wir uns nicht an den Ort zurückziehen, an dem die Lava nicht durchs Dach kommt? Raus mit der Sprache! Wo ist SpongeBob? Er ist momentan nicht im Hause. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Piep! Also gut, dann sag mal, seit wann hast du denn zwei Häuser? Seit mir in dem einen der Platz ausgegangen ist. Aha, ah ja. Und seit wann hat dein Haus Beine? Das ist so eine Art Wohnwagen. Hallo, Sandy. Also, diese Schlammtherapie wirkt ganz ausgezeichnet. Spinnst du? SpongeBob muss dringend zu einem richtigen Arzt. Nein, muss er nicht. Bei mir ist er in den besten Händen. Los, zeig's dir, SpongeBob. Sag, ah! Siehst du, ihm geht's noch schlechter, als ich gedacht habe. Was meinst du denn damit? Ihm geht's gut. Mir geht's gut, Sandy. Wirklich. Ich bring dich jetzt auf der Stelle ins Krankenhaus. Hey, das ist mein Patient. Zum Arzt bringen, so weit kommt's noch. Sei nicht albern, Patrick. Er gehört mir. SpongeBob, gleich geht's dir besser. Ich rette dich. Mir geht's besser, Leute, ehrlich. Jetzt sieh dir mal an, was du gemacht hast. Wieso denn ich? Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Weißt du was? Einsperren sollte man dich wegen Hochstaplerei. Moment, ich bin ein guter Arzt, SpongeBob. Hab ich ja. SpongeBob! Ich kann nicht bremsen. Nein! Helf mir! Klingende Münze. Mr. Krabs! Nein! SpongeBob? Hilf! Stopp, SpongeBob! Okay, Captain Geizhals. Und Dr. Negativ, ihr könnt jetzt rauskommen. Also folgende Szene. Ihr habt uns in einem Käfig über einem Bottich mit siedendem Öl gefangen. Das ist ein Verbrechen. Jetzt lasst uns raus, dann können wir kämpfen. Och, irgendwie glaube ich, wir machen was anderes. Hey, was hast du denn vor? Ein Schurke zu sein, ist das nicht das, was ihr wolltet? Habt ihr keine Angst? Huhu, denkst du, nichts kann uns mehr trösten? Nein, ich denke, ich werde euch gleich rösten. Lass mal gut sein, Thaddäus. Wir haben genug gespielt. Das wird mir ein klein wenig zu krass. Zu lange habe ich unter euch unfassbaren Unterfischen gelitten. Aber nun als Dr. Negativ, wird es Zeit für die Ausübung meiner süßen, lustvollen Rache. Ja! Siehst du, ich wusste, dass er einen tollen Schurken abgibt. Er hängt sich wirklich voll rein. Ja, besser hättest du ihn gar nicht besetzen können. Ist das etwa das Ende unseres Pannepärchens? Knusprig und kross frittiert wie zwei Kroketten. Rüttle, rosaner Helfer, rüttle an diesem Korb. Oh Mann, Mr. Krabs, das war die beste Meerjungfrau-Mann-Spielrunde überhaupt. Ja, war gar nicht schlecht. Aber beim nächsten Mal kommt ihr uns nicht so einfach davon. Naja, ich werde mich in Zukunft darauf beschränken, Comics nur noch zu lesen. Versprochen. Wir liefern uns einen sauberen Kampf, okay? Und möge der Bessere gewinnen. Dieser verlogene, rückgratlose, tintenspritzende, langnasige Heuchler. Jetzt guck dir dieses fette, falsche Grinsen an. Dem kann man nicht mal trauen, wenn man Augen auf dem Rücken hat. Sobald er aufhört, meine Hand zu schütteln, renne ich los und häng ihn ab. Ähm,
Geld, 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 komm in meine Taschen. Das gibt doch ein warmes Gefühl in der Kasse, wenn die Jungs so früh erscheinen. Jungs, ihr seid aber früh dran. Bitte, Chef, ich wisch den Boden. Und ich alle Tische, Mr. Krabs. Das Geschirr ist auch sauber. Was ist hier eigentlich los? So werden die schmutzigen Sachen viel schneller sauber. Nein! Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Und aufgepasst, ich werfe mein eigenes Geld in die Kasse. 2 Pfannenwender zur Erhöhung der Produktivität, Mr. Krabs. Schneller, SpongeBob, mach schneller. Keiner wendet schneller als ich, Mr. Krabs. Gegen mich hast du keine Chance, Schwammkopf. Hey, Jungs, aufhören! Hilfe! Hilfe! Hey, hier gibt's Krabbenburger für umsonst. Fliegen lassen! Die müsst ihr bezahlen! Ja, das ist ja wunderbar! Halt! Halt! Liegen lassen, Jungs! Die Krabbenburger! Und wer ist jetzt Mitarbeiter des Monats? Ich bin die kostbaren Burger! Macht was, Jungs! Oh, Mr. Krabs, Sie sind schon fast da! Kein Grund zur Panik, wir sind vorbereitet! Ihr verdankt mir die Freiheit! Nun bringt mir die Krabbenburger Geheimformel! Wow, mein schönes Lokal. Ja, mit meiner neuen Gefolgschaft aus gewalttätigen Gaunern bist du keine Hürde mehr für mich, Krabs. Meine Knastbrüder, bringt mir nun die Krabbenburger-Formel. Tut uns leid, Boss. Wir haben sie überall gesucht, aber nichts gefunden. Habt ihr mal im Safe nachgesehen? Oh. Eureka! Plankton, tu das bloß nicht! Tut mir leid, Krabs. Nichts hält mich jetzt noch auf. Außer der Arm des Gesetzes. Was passiert hier? SpongeBob hat mich gewarnt, dass du einen Ausbruch planst. Also habe ich als Vorsichtsmaßnahme die gesamten Polizeikräfte von Bikini Bottom in meinem Safe versteckt. Bewegung, Plankton. Für dich geht's ins Gefängnis zurück. Hey, passen Sie gefälligst mit dem Ding da ein bisschen auf. Los, weitergehen. Dank deiner Umsicht und deinem Einsatz ist die Geheimformel mal wieder gerettet. Und wieder waren Sie der Sieger. Yep. Ich bin Siegertyp. Also diese Streikerei mit Thaddäus ist toll. Und seine Worte summen mir immer noch im Kopf rum wie eine wütende Qualle. Er hat völlig recht, ich darf hier nicht faul rumsitzen. Ich muss handeln. Ich werde der Vereinigten Arbeiterschaft ihre Würde zurückgeben. Ich werde ihre Brutstätte der Ausbeutung niederreißen. Balken für Balken! Wir werden den Tisch zwischen uns und dem Großkapital zerschneiden. Die Pfeiler der Ausbeutung zum Einsturz bringen. Darum. Thaddäus, du bist stolz auf mich, Klein. Tja, Thaddäus, das waren intensive Verhandlungen. Ich bin froh, dass Sie sich unserer Auffassung anschließen. Jetzt, wo meine beiden Goldjungs wieder da sind, kann ich diese Teenies endlich rauswerfen. Wir sehen uns auf der Arbeit. Was hast du getan? Dein Plan hat funktioniert. Ich habe die Brutstätte der Ausbeutung niedergerissen. Jetzt kriegen wir bestimmt unsere Jobs wieder. Thaddäus! SpongeBob!
Ja, Mr. Krabs? Jetzt sagt er's. Tja, um für die entstandenen Schäden aufzukommen, werdet ihr wohl eine Weile arbeiten müssen. Und wenn's sein muss, auch ewig! Juhu! Der Streik war ein Erfolg. Wir haben beide unsere Jobs wieder. Auf ewig, auf ewig, auf ewig, auf ewig. Eine Ewigkeit später.